Funpi ist ein Pokémon mit dem Typ Boden und existiert seit der zweiten Spielgeneration und kann sich zu Donphan weiterentwickeln. Funpi ist ein kleines vierbeiniges und elefantenähnliches Pokémon, das hellblau, weiß und rot auftritt. Bis auf die Segmente an Ohren und Rüssel, die roter Farbe sind, färbt sich der restliche Körper hellblau. Das Pokémon hat einen gedrungenen Körperbau und die relativ großen Ohren stechen hervor. An jedem Ohr ist ein paar kleiner Vorsätze zu sehen und ebenso befindet sich auf dem eher kurzen Rüssel eine rechteckige Platte. Der Rüssel wird von den beiden schmalen, länglichen und schwarzen Augen umrahmt und der kleine Mund befindet sich darunter. Hinten wächst dann noch ein sehr kurzer Schwanz und ferner steht das Pokémon auf vier kurzen Beinen. Die Füße sind dabei mit kurzen weißen Zehen ausgestattet. Und in seiner Shiny-Form ist Funpis hellblauer Körper noch heller gefärbt. Funpi verhält sich sehr offensiv und nutzt bevorzugt physische Attacken des Normaltyps wie Dreschflegel und Slam. Ansonsten nutzt es aber auch beispielsweise Walzer vom Gesteinstyp und Dampfwalzer vom Typ Boden. Seine Fähigkeit Mitnahme sorgt dafür, dass es einmal pro Runde vom Gegner benutzte Items aufheben kann und diese nutzen kann. Durch die versteckte Fähigkeit Sandschleier wird der Fluchtwert im Sandsturm erhöht. Funpi ist in freier Wildbahn in Gras- und Berglandschaften anzutreffen, wie beispielsweise der Route 45 und 46 in der Johto-Region. Es wirft seinen langen Rüssel im Spiel wild umher. Da es zu stark ist, könnte dies gefährlich werden. Als Zeichen seiner Zuneigung stupst es dich mit dem Rüssel, was dich aber auch umwerfen könnte. Und in den ruhigen Morgenstunden geht es zu seiner Wasserstelle und duscht sich mit seinem Rüssel. Wenn andere dabei sind, begießen sie sich gegenseitig mit Wasser und danach trocknen sie sich oder ihre durchgenässten Körper am Ufer. Funpis große Ohren dienen als Fächer, wird es ihm zu warm, fächelt es mit den Ohren, um sich abzukühlen. Um sich ein Nest zu bauen, gräbt Funpi an Flussufer ein Loch ins Erdreich. Es markiert die Umgebung seines Nests mit Hilfe seines Rüssels, damit seine Artgenossen wissen, dass dieses Gebiet vergeben ist. Funpi stellt dabei den ersten Teil der zweistufigen Entwicklung dar und entwickelt sich auf Level 25 zu Donphan weiter. Dabei nimmt es nochmal an Größe zu und wirkt nochmal stärker. Seine hellen Farben verblassen etwas und ihm wachsen Stoßzähne und ein Schutzpanzer vom Rücken zum Rüssel. Mit seinem Typen ist es dabei immun gegen Elektroattacken, nimmt halben Schaden gegen Gift- und Gesteinsattacken, doppelten Schaden gegen Pflanzen-, Wasser- und Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.